Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schneenot und Verkehrschaos. Ein Bild, das auch heute die Situation in Europa wiedergibt. Ebenso wie wir kämpfen unsere Nachbarn in Ost und West weiterhin gegen die Unbilden der Witterung. In keinem Land Europas konnten an diesem zweiten Tag des neuen Jahres die Verhältnisse nach dem überraschenden Schnee- und Kälteeinbruch wieder normalisiert werden. Zwar ist das Schlimmste überstanden, aber immer noch kann von normalen Verhältnissen nicht die Rede sein. Während sich in der Bundesrepublik die Lage entspannt, hat die DDR besonders hart mit den Folgen des Wetters zu kämpfen. Aber auch der Süden Europas sieht sich zunehmend ungewohnten Situationen gegenüber. Aus Schleswig-Holstein berichtet Hartmut Itzko. Die Situation heute im nördlichen Schleswig-Holstein. 5 Tage nach Einbruch der schwersten Naturkatastrophe, noch immer eingeschneite Züge auf der Strecke, noch immer von der Außenwelt abgeschnittene Einzelgehöfte. Zwar konnten nach Angaben des Krisenstabes der Landesregierung sämtliche Bundesstraßen inzwischen geräumt werden, der Weg zu kleineren Ortschaften ist allerdings immer noch nicht möglich. 5 Tage nach Beginn der extremen Schneefälle rechnet der Krisenstab damit, dass in diesen Stunden nun auch die Stromversorgung im ganzen Land wieder voll in Betrieb ist und dass auch die Telefone überall wieder funktionieren. Kritisch wurde die Situation besonders für die Bauern. Sie konnten ihre Milch nicht loswerden und mussten sie zum großen Teil wegschütten. Die Stimme eines aufgebrachten Landtierarztes aus Langballich. Hocken wir 3 Tage ohne Licht, ohne Strom, ohne Telefon. Wenn da einer stirbt, der muss sterben. Kein Mensch kann hinkommen. Und das im 20. Jahrhundert. So geht das aber nicht, Leute. Wir zahlen wahrlich Steuern genug, dass das nicht in Ordnung gebracht werden muss. Vorher muss was gemacht werden. Vorher muss was gemacht werden. Es müssen Schneefräsen her. Da sollen sich da 10 so Dinge hinstellen in Flensburg. Spielt doch keine Rolle. Wir haben doch Geld für alles. Ne? In den Bus schiebt er, wird das Geld hingeschoben. Überall werden die Leute, ne? Ja, wenn einer kommt, so ein Spitzbube, dann werden 5 Millionen, 10 Millionen, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn wir mal Schneeverwehungen haben, dann sitzen wir da wie die letzten Menschen. Trotz dieser emotionalen Kritik, Hilfe wurde im umfangreichen Rahmen gewährt. Etwa 13.000 Helfer waren unentwegt im Einsatz, um die wichtigsten Versorgungswege wieder freizubekommen. Nicht nur Soldaten der Bundeswehr mit 160 Bergepanzern, sondern auch besonders viele schaufelnde Freiwillige und Angehörige karitativer Organisationen. Nachbarschaftshilfe war ferner die Devise dieser Tage. 1.000 durchgefrorene Menschen mussten in Notaufnahmelagern untergebracht, 70 Personen mit Hubschraubern in Krankenhäuser transportiert werden. 4 Menschen sind in der Schneewüste erfroren. Im Katastrophengebiet wurde die Bevölkerung heute mit Hilfe von Hubschraubern aus der Luft mit Brot und anderen Lebensmitteln versorgt. Akute Gefahr besteht auch für das Wild. Wegen des hohen Schnees können die Tiere die Futterstellen nicht mehr erreichen. Die Autobahn zwischen Hamburg und Flensburg ist ab Rendsburg nach wie vor unpassierbar. Zur Stunde versucht ein Konvoi aus schweren Räumfahrzeugen über die Bundesstraße 76 einen Weg zum Grenzübergang Kupfermühle zu bahnen. Auf den Straßen nördlich des Nord-Ostsee-Kanals besteht für alle Privatfahrzeuge weiterhin striktes Fahrverbot. Die starken Schneefälle gefährden besonders die Energieversorgung in der DDR. Dies ist ein Förderband in Senftenberg, auf dem normalerweise täglich Tausende von Tonnen Braunkohle laufen, die vor allem zur Energieerzeugung der DDR beiträgt. Sie stehen jetzt zumeist still. Die Bevölkerung wird aufgerufen, Energie zu sparen, um den durch den Kälteeinbruch zutage getretenen Engpass nicht zu verschlimmern. Teilweise wird auch der Strom abgeschaltet. Besonders im Norden der DDR ist die Lage weiterhin schwierig. Hier gab es heute bei starkem Wind neue Schneefälle. Mit Räumfahrzeugen wird versucht, wenigstens die Hauptstraßen freizuhalten. Noch immer sind 70 Orte vom Schnee eingeschlossen. Ebenso wie in der Bundesrepublik sind auch hier Soldaten zum Schneeschippen herangezogen worden. Im Hafen von Rostock werden die Schiffe zwar weiter entladen, die Güter können aber wegen der blockierten Verkehrswege nicht weiter befördert werden. Das ist die Situation, wie sie sich heute in Europa darstellte. In Schweden konnte der Eisenbahnverkehr auf den Hauptstrecken wieder aufgenommen werden. Die Hauptstraßen sind geräumt. In vielen Ortschaften ist die Wasserversorgung ausgefallen, weil Leitungen platzten. Dänemark, nachdem das Land tagelang überhaupt nicht zu erreichen war, ist heute der Luftverkehr wieder in Gang gekommen. Die Grenzübergänge in die Bundesrepublik bleiben nach wie vor geschlossen. In Holland ist der Schienen- und Straßenverkehr so gut wie gar nicht behindert.
In Frankreich hat sich die teilweise chaotische Verkehrslage wieder normalisiert. Neue Schneefälle werden gemeldet. In London weigerten sich Angehörige des öffentlichen Dienstes, die Straßen zu säubern. Die Eisenbahnen verkehren nur mit erheblichen Verspätungen. Belgien, hier ist zurzeit weder Schienen- noch Straßenverkehr möglich. Privatfahrzeuge werden beschlagnahmt, um die Räumarbeiten voranzutreiben. Die Situation in Polen bleibt chaotisch. Der Ministerrat hat die gesamte Bevölkerung aufgerufen, Schnee zu räumen. Und so sieht es zur Stunde aus. Im Ruhrgebiet schneit es. Starke Schneefälle werden auch aus der Gegend Gießen und Frankfurt sowie aus der Eifel gemeldet. Computerkarten und Satellitenfotos haben die Genauigkeit von Wettervorhersagen in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Horst Seifert sprach mit einem Wissenschaftler des Seewetteramtes Hamburg. Haben Sie eine Warnung bei der Katastrophenlage am Wochenende geben können und wie lange war die im Voraus? Die Kaltluft lag bereits seit Tagen im nordskandinavischen und im russischen Raum bereit. Und somit waren wir vor allen Dingen dank der numerischen Vorhersagekarten vorgewarnt, dass diese sich in Bewegung setzen würde nach Süden. Somit konnte bereits am Donnerstag eine Schneefall- und Glättewarnung für Schleswig-Holstein und das nördliche Niedersachsen herausgegeben werden. Im Tarifkonflikt der Stahlindustrie um die Einführung der 35-Stunden-Woche gibt es neue Hoffnungen auf ein Ende des Arbeitskampfes. Arbeitgeber und die IG Metall erklärten sich heute bereit, auf der Grundlage eines Vermittlungsvorschlags des nordrhein-westfälischen Arbeitsministers Fartmann nach einem Kompromiss zu suchen. Fartmann hatte ein System aus bezahlten Freischichten für ältere Arbeitnehmer und Nachtschichtarbeiter vorgeschlagen, sowie 3 Tage mehr Jahresurlaub für alle und 4% Lohnerhöhung. Wir um die 35 Stunden. Singen ea, hoppla, ea, hoppla, kämpfen um die 35 Stunden. Mit Liedern und Sprechchören versuchten die Demonstranten der Großen Tarifkommission gleich vor Beginn ihrer Sitzung klarzumachen, dass der Vermittlungsvorschlag von Minister Fartmann abgelehnt werden müsse. Als Kurt Herb dann bekannt gab, dass morgen auf der Grundlage des Fartmann-Vorschlages doch weiter verhandelt werden solle, war in der Mülheimer Stadthalle der Teufel los. Ich gebe den Beschluss der Tarifkommission wieder. Und der bezieht sich nicht auf den Inhalt des Fartmann-Vorschlages, nicht auf den Inhalt, sondern auf die Struktur des Modellvorschlags. Von einer erneuten Demonstration morgen vor dem Düsseldorfer Arbeitsministerium wurde zwar auch gesprochen, aber gleichzeitig waren Befürchtungen zu hören, dafür nicht mehr genug Leute zusammenzubekommen. Denn manch einem scheint mittlerweile klar geworden zu sein, dass es unter den Kollegen auch viele gibt, die für die Annahme des Vermittlungsvorschlages eintreten. Tausende von Ausländern, unter ihnen zahlreiche Deutsche, drängen sich auf dem Flughafen Teheran, um den Unruhen im Iran zu entkommen. Die deutsche Lufthansa und die internationalen Fluggesellschaften versuchen seit heute mit Sonderflügen die Abreisewilligen in ihre Heimatländer zu bringen. Die kanadischen Behörden wollen morgen als erste einen Evakuierungsplan verwirklichen. Bei blutigen Zusammenstößen gab es auch heute im ganzen Land wieder viele Tote. Ungeachtet eines beschwörenden Appells des Oppositionspolitikers Bakhtiar, die Proteste gegen den Schah vorerst einzustellen. Bakhtiar will eine zivile Regierung bilden und hat die Einführung einer sozialen Demokratie versprochen. Vietnam hat angeblich am 25. Dezember mit einem Großangriff auf das kommunistische Nachbarland Kambodscha begonnen. Über Rundfunk und Fernsehen richtete der kambodschanische Staatschef Khieu Samphan einen Hilferuf an die Weltöffentlichkeit und an die Vereinten Nationen, eine Eroberung seines Landes zu verhindern. Hanoi werde bei seiner Offensive von der Sowjetunion und anderen Warschauer Paktstaaten unterstützt. Die Panzerspitzen der vietnamesischen Armee näherten sich bereits Phnom Penh. Wegen der stündlichen Luftangriffe der Vietnamesen habe die Zivilbevölkerung Kambodschas bereits schwere Verluste erlitten. In Washington weht die Flagge der Volksrepublik China. Mitglieder des Pekinger Verbindungsbüros hissten sie gestern am Tag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Die Polizei hatte das Gebiet abgesperrt, um Proteste von Taiwan-Chinesen zu verhindern. Diese protestierten vor dem Weißen Haus gegen den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Formosa und den USA. Auf Transparenten und in Sprechchören wurde Präsident Carter als Lügner und Verräter beschimpft.
Mit dem Einziehen der nationalchinesischen Flagge vor der Washingtoner Taiwan-Botschaft wird ein historisches Kapitel in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und den vor 30 Jahren vor den Kommunisten nach Formosa geflüchteten Nationalchinesen beendet. Die normative Kraft des Faktischen war stärker als die Bündnisloyalität der amerikanischen Weltmacht gegenüber den bisherigen Partnern in Taipeh. Der bisherige Formosa-Botschafter James Chen ist bereits abgereist. Er hatte die Amerikaner zum Abschied gebeten, für seine Landsleute zu beten. Aus Taipeh war Vizeaußenminister Yang angereist, um die Beendigung der Amtsgeschäfte der Botschaft in Washington zu organisieren und um persönlich die rot-blaue Fahne mit dem Sonnenstern Nationalchinas nach Taipeh zurückzutransportieren. Ein Teil des nationalchinesischen Botschaftspersonals wird in Washington bleiben zur Erteilung von Visa und zur Pflege der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Formosa. Die Dienstgebäude der Botschaft werden auch nicht von den Rotchinesen bezogen. Die Formosa-Regierung hat den nationalchinesischen Grundbesitz vor einigen Tagen vorsichtshalber an private amerikanische Organisationen verkauft. Große Freude dagegen in der neuen US-Botschaft von Peking. Amerikaner und Chinesen begingen mit flotten Disco-Melodien die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Über die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und China wurde die Bevölkerung auch in Wandzeitungen unterrichtet. Über allem das Bild des Vorsitzenden Mao Zedong am Tor des himmlischen Friedens. Im neuen europäischen Währungssystem EWS sieht Bundeskanzler Schmidt einen großen Erfolg für Europa. In einem Beitrag der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times, die seit heute auch in Frankfurt gedruckt wird, erwähnt Schmidt die französischen Vorbehalte im Agrarbereich, die das Inkrafttreten der Währungszone zum Jahresbeginn verhindert haben. Für ein Land wie Frankreich mit schwankenden Wechselkursen und einer schwachen Währung bedeutet der Grenzausgleich eine Belastung. Je niedriger der französische Franc notiert wird, desto höher steigt der Ausgleich in Form einer Abgabe für den Export. Währungsstarke Länder dagegen, wie die Bundesrepublik, sind bevorteilt. Ihre landwirtschaftlichen Ausfuhren werden subventioniert. Ein System, das anfangs gut klappte, das inzwischen aber Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hat. So klagen die französischen Bauern über einen Rückgang ihrer Verkäufe. Milch, Butter, Eier und vor allem Schweinefleisch lassen sich immer schwerer absetzen, weil die subventionierten deutschen Produkte billiger sind. Dem Druck der Bauern, die in Paris schon demonstrative Notverkäufe veranstalteten, gibt die französische Regierung nun nach, indem sie ebenso wie Bonn hart bleibt. Hinzu kommt, Staatspräsident Giscard d'Estaing braucht die Stimmen der Bauern bei den europäischen Wahlen. In Paris wie in Bonn wird der Vorgang heruntergespielt. Der Aufschub des mit so viel Vorschusslorbeeren versehenen neuen europäischen Währungssystems ist den Verantwortlichen offenbar peinlich. Tatsache bleibt aber, vor allem was Frankreich angeht, wieder einmal zeigt sich, dass das nationale Hemd näher sitzt als der europäische Rock. Die Gefahr einer Ölpest an der Nordküste Spaniens scheint vorerst gebannt. Entgegen früheren Meldungen wird der leckgeschlagene griechische Tanker Andros Patria mit seiner restlichen Ladung von 150.000 Tonnen nicht nach Lissabon geschleppt. Nach Angaben der spanischen Marine hinterlässt er nur noch eine schmale Ölspur. Das ausgelaufene Öl, etwa 50.000 Tonnen, wird vom Wind aufs offene Meer hinausgetrieben. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. Januar. Das Satellitenfoto zeigt aufgelockerte Bewölkung über Deutschland. Die Wolkenfelder an der Nordseeküste und bei den britischen Inseln ziehen südostwärts und beeinflussen das Wetter im westlichen und südwestlichen Deutschland. Der über West- und Mitteleuropa herrschende Hochdruckeinfluss wird nach Südosten abgedrängt, sodass atlantische Störungen nachrücken können und zunächst im westlichen Deutschland eine Milderung bringen. Die Vorhersage bis morgen. Verbreitet Schnee und Eisglätte, sonst wechselnd, im westlichen und südwestlichen Deutschland zeitweise auch stark bewölkt und Schneefälle. Tiefsttemperaturen im Westen um minus 8, sonst minus 12 bis minus 18 Grad. Höchstwerte zwischen minus 5 und minus 11 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus Süd bis West, auf Nord drehend.